Wir müssen noch Richard finden. Finde einen Weg in die Tagesstätte. Lesen. Wo ist ein Y? Ah! Warum kann ich das nicht lesen? Würde es auch gar nicht lesen. Finde ich eh blöd. Weiß gar nicht mehr, was das macht. Nie war Workers Resort. Okay. Ich will das sowieso nicht lesen. Finde ich blöd. Da flackert eine Uhr. Da flackert ein Licht. Folgen wir einfach dem flackernden Licht. Es flackert's da. Alles klar. Hotel, Rezeption, Elevators, Pool, Sauna, Dayroom. 7. You are here. Alles klar, aber. Drachenbuch. Sehr süß. Kann das nicht lesen. Witzig. Warum soll ich denn jetzt hier lang? Ein Schuh. Und zack. Was zum Hugo ist hier passiert? Alles klar. The Day Room, the safest place for the youngest. Ich habe nichts. Ja, ist okay. Folge dem flackernden Licht. Alles klar, Sadness. Ist nicht beunruhigend. Thomas, Richard. Oh, schön. Ah, hier geht's nicht lang. Okay. Will da auch gar nicht lang. Finde ich eh blöd. Blut. Ja. What the? Alles klar.
Super entspannt. Gar nicht beunruhigend. Hier ist nichts. Sah so aus, als wäre hier irgendwas. Psychoriecher, untersuche 100 Gegenstände in einem Durchgang. Okay. Hier geht's noch hoch. Und dann, da flüstert noch was. Ah ja. Man weiß es nicht. Eigentlich geht uns das auch gar nichts an. Konnten wir nicht mal irgendwie joggen oder so? Ja? Ah. Ja, und hier hätten wir auch runtergekonnt. Wir hätten auch einfach oben lang gehen können und nichts untersuchen können. Aber wir wollen uns ja die Umgebung anständig angucken. Okay, das kann ich verschieben. Dann? So, wahrscheinlich erziehen, ne? Nee. Hä? Was hat mir das jetzt gebracht? War nicht so recht. Hier flüstert schon wieder irgendwas. Oh. Okay. Klingt auch alles gar nicht übel oder so. Also die Frage, will man wissen, was da passiert ist. Die Story wirkt schon echt deep. Eines Tages. Kann ich das lesen? Meine Liebste, ich wünschte, es wäre soweit. Der Moment, an dem ich meinen Mut sammle und tatsächlich etwas absende. Es erscheint so einfach. Nur in den Postkasten werfen. Aber warum kann ich es nicht? Eines Tages, ich verspreche es, ich liebe dich von ganzem Herzen. F. Okay. Hier geht's nicht lang. Ich weiß halt auch gar nicht, ob ihr was passieren kann. Also bisher ist alles ja immer nur in dieser Dingens-Welt-Dimension passiert. Der gute alte Frank. Francis. Witzig. Was soll ich nur mit dir machen? Als. Was ist mit dir? Als Neva dicht gemacht hat, hast du mich angefleht, dich zu behalten.
Sagtest, du bräuchtest etwas Zeit, um dich um deine Angelegenheiten zu kümmern, dass du nützlich sein könntest. Aber jetzt weiß ich, dass du mich nur als Vorwand benutzt hast. Genau wie diese verdammten Briefe, die du schreibst. Ich weiß, dass du nie auch nur einen davon abgeschickt hast. Der Familie geht es gut. Mr. Rekowitz, ich gehe wahrscheinlich im Frühling nach Hause. Was zur Hölle ist denn mit dir? Wem willst du was vormachen, Frank? Verdammt, solange du hier bist, kann ich dich wenigstens im Auge behalten. Darauf schauen, dass du dich nicht besäufst und in einer Schneewehe bewusstlos wirst. Das ist wohl das Mindeste, was ich tun kann. Der gute alte Frank. Zu viel Angst, um zu leben. Zu stur, um zu sterben. Manchmal habe ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich dich so ausnutze. Aber dann fällt mir wieder ein, dass ich jede Hilfe gebrauchen kann. Ich will da nicht hin. Ich finde das blöd. Der Monster jetzt etwa doch hierher kommen? Ich habe nichts. Alles klar. Wenn ich es nur erreichen könnte. Ja, super. Doch alles auf dem Weg hierher untersucht. Um Einblick zu aktivieren. Aha. Alles klar. Ich kann da runter. Und dann komme ich da auch wieder hoch. Oh, okay. Alles klar. Joggen wir halt nochmal hoch. Verdammt! Wäre ja zu schön gewesen, wenn sie hier runtergekommen wäre. Hoppla. Erst nachdenken, dann laufen. La 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 und wieder hochjoggen. Ah, sind ja schon wieder oben. So, und da lang ist sie dann. Weirdo. Ach, was meinst du denn, wie selten das herkam? Jetzt darf ich da runter? War doch schon wieder irgendwas flüstern. Da. Na wo? Da. Ja,
Lady Anat, here I come. You can't hide. Komm schon, beeil dich. Weil es jetzt Erinnerungen hat und vorher keine hatte. Ah ja. Okay. Sieht hier halt auch gar nicht irgendwie. Man muss auch bedenken, normalerweise trocknet Blut irgendwann. Ich weiß nicht, ob das absichtlich so ist, damit die Atmosphäre halt nochmal ein bisschen übler ist. Oder ob die Zeit hier einfach irgendwie stillsteht. Ach, deswegen habe ich es verschoben. Alles klar. Schon mal vorgearbeitet. Es ist nicht lustig. Da kommt die Sonne raus. Sie erleuchtet. Sie erleuchtet mich. Oh. Jetzt habe ich nicht. Jetzt habe ich ihren Dialog unterbrochen. Ja, Kinder können schon frech sein. Kurz auf eine Insta-Story antworten, ja. Weil Support ist kein Mord. Der liebe Kaisen. Ich schmeiß gleich mal ein So rein für Kaisen. Dachte sich das nämlich auch. Der dachte sich, Support ist kein Mord. Mal gucken. Komm ich da hin? Da. Quatsch. Eisen und Just Chatting. Oh, und Hogwarts Legacy Clip. Oh, es ist so ein schönes Spiel. Warum sieht es so komisch aus? Okay. Ach, der liebe Kaisen. So. Weiter geht's. Support ist kein Mord. So, ich hab gar nicht. Ja, doch. Oh, ich muss gleich mal das Licht da weglichtern. Licht ist halt so ein bisschen garstig gerade. Ich weiß nicht, ob ich das öffnen möchte. It looked back at me. Warum kann ich das eigentlich nicht lesen? Schneeglöckchen. Weiße Katzenfigur. Und ein Zettel. Ein zerrissenes Bild. Warum? Ah. Gerade mit meinem Controller meine Maus gelenkt. Das war verwirrend.